Ja, wir haben später am Abend und wir quasi fangen dieses Video am Abend an, geht gleich morgens weiter. Sven, Tamara und die beiden Kollegen sind jetzt nochmal da. Wir haben ja alles Mögliche ausgemessen für die Möbel und wir besprechen gerade nochmal so ein paar Änderungen und ein paar Optimierungen und so. Die haben das im Computer angelegt. Ich zeige euch mal so ein paar Bilder, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sowas läuft. So, dann zeige ich euch das mal hier so über die Schulter. Hier sind solche Ausdrucke mit dabei. Da sieht man hier, die Möbel sind hier so im Computer angelegt worden. Und wir besprechen das jetzt, wie das wo alles steht, ob das stimmt, ob die Schubladen nochmal höher müssen und so weiter und so fort. Und am Schluss besprechen wir nochmal, was das Ganze kostet. Und dann, ja, kann es weitergehen. So, wir haben jetzt das alles durchgesprochen, was es jetzt alles genau kostet. Werden wir dann am Schluss mal verraten, wenn wir euch alles zeigen. Weil es ist so viel. Wir haben so viele Schränke, Tische, Kommoden in der anderen Wohnung, noch eine Fernsehwand sozusagen und so weiter und so fort. Das wäre jetzt zu schwierig zu erfassen, vor allem mit so ein paar Dings. Aber wir haben den Auftrag jetzt angenommen, ja, und haben jetzt auch was angezahlt, damit die quasi ihre Materialkosten gedeckt haben. Und den Transport, da wird auch ein Lift gebucht, der die Sachen hier in den 7. Stock bringt. Und dann wird hier alles aufgebaut. Das wird perfekt übergeben, alles geputzt, alles gut eingestellt, da freuen wir uns sehr drauf. Und wir haben halt auch ein paar Sonderwünsche mit der Farbe gehabt. Wir wollten gerne so einen Vanilleton haben und einer Sohn wollte gerne Tische haben in so einer Holzfarbe. Das ist halt alles so ein bisschen extra. Deswegen müsst ihr das am Schluss einfach sehen und dann sagen wir euch am Schluss mal, was es gekostet hat. Das Ganze wird natürlich jetzt im Moment dauern. Aber wenn ihr auch mal sowas haben wollt, dann fragt doch mal bei Sven und Tamara nach. Ich habe ihren Kanal unten verlinkt, ja. Und jetzt geht's weiter am Tag. Jetzt ist der Abend vorbei und ein neuer Tag beginnt. So, guten Morgen. Es regnet wie aus Eimern ist zu wenig. Es regnet Hunde und Katzen, würde man sagen. Hier, guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist richtig, richtig viel Wasser auf der Straße. Und die Wellen sind riesig. Also wir haben jetzt ein richtiges Unwetter hier. Letzte Nacht ging es noch, aber seitdem ich jetzt unterwegs bin heute Morgen, ich habe heute Morgen die Kinder weggebracht in die Schule, jetzt auf dem Rückweg hat es so angefangen zu regnen. Also Wahnsinn! Ich mache das Handy auch sofort wieder aus, das wird zu gefährlich. Wenn es hier regnet, dann regnet es richtig. Also dann regnet es richtig, richtig. Das habe ich auch vorher noch nie so wahrgenommen, aber du kannst davon ausgehen, dass es hier mindestens einen Monat mega fett regnet und wahrscheinlich die Regenzeit so 2-3 Monate. Und dann ist auch wieder gut. Der Rest des Jahres ist gar kein Regen, aber irgendwann muss es ja mal regnen. Ne? Also im Endeffekt kommt dann der ganze Regen dann runter. Ich filme euch das mal gerade, wie das hier aussieht auf der Straße. Und ich fahre jetzt hier von der D400, da bin ich gerade drauf, das ist diese Hauptstraße. Fahre ich jetzt mal links hoch auf die Atatürk und hoffe, dass da nicht so tief das Wasser steht. Das ist schon ganz schön gefährlich hier. Ne? Also Aquaplaning, die Leute fahren ja auch ein bisschen zu schnell, finde ich. Naja gut, jeder wie er mag und zum Glück haben die Autos hier alle Versicherung. Die Atatürkstraße hat zwar im Verhältnis mehr Schlaglöcher, aber dafür hast du nicht diesen Wind vom Meer und diese Pfützenbildung. Also gut, hier rechts auch. Aber ja, also ich fahre jetzt mal den Rest des Weges hier lieber in der Hinterstraße lang. Ich glaube, hier komme ich besser durch. So, jetzt bin ich doch zu Hause angekommen und jetzt zeige ich euch mal, wenn die Kamera sich nicht von selber wieder ausschaltet, wie stark es regnet. Und es regnet wirklich, wirklich, wirklich heftig. Und ja, das ist hier keine Seltenheit, aber heute ist es schon mal extrem heftig. Ja, das ist schon hart. Man sieht es hier auch, wie sehr hier der. Aber es ist, läuft hier, hat sich nichts gestaut. Hier läuft alles gut ab. Das ist immer das Wichtigste, dass kein Wasser sich staut. Läuft alles hier in die Kanalisation. Ihr seht ja auch, wie viel hier runterkommt. Hammer, ne? Ich bin schon völlig nass. Scheiße. Und als Krönung des Ganzen ist unser Fahrstuhl noch kaputt. Der war gestern Abend, ist der irgendwie in den Service-Modus gegangen, hängt im Erdgeschoss und ich muss jetzt 6 Stockwerke hochlaufen. Das ist heute nicht so mein Tag. Aber gut, ich wollte eh mehr Sport machen. Aber 6 Stockwerke ist schon geil. Die letzten 2, die ziehen dann sich ein bisschen. So, wir kriegen gleich Handwerker besuchen. Das ist jetzt richtig schlecht mit dem
Fahrstuhl. Jetzt habe ich dem einen Handwerkervermittler Bescheid gegeben, dass der Fahrstuhl nicht geht. Und der hat jetzt gesagt, schick mir mal ein Foto von der Firma, die den Wartung macht hier von dem Fahrstuhl. Das habe ich ihm geschickt. Jetzt hat er da angerufen und die kommen jetzt gleich, hier reparieren den Fahrstuhl. Das kann sein, dass der sich ausgeschaltet hat wegen dem Erdbeben vor einem Tag. Da ging der aber noch, aber irgendwas ist halt nicht in Ordnung. Wenn ich wüsste, wo der Hauptschalter ist hier für den Bereich, könnte es sein, dass ich den einfach nochmal ein- und ausschalten muss, dass sich der wieder resettet. Aber ja, ich will jetzt nicht hier rumfummeln, sonst mache ich noch was kaputt. Da kommt gleich der Service und jetzt kommen aber auch gleich die Leute von den Klimaanlagen, die wir jetzt bekommen haben. Erzähle ich gleich noch was dazu. Wir haben ein sehr gutes Angebot bekommen für 3 neue Klimaanlagen, weil wir eigentlich nur damit kühlen wollten. Deswegen haben wir da sehr, sehr günstige bekommen vom Ali damals, 6 Stück für einen wahnsinnig günstigen Preis. Die haben auch gut funktioniert im Sommer. Nur ist es jetzt so, wir wollen in den nächsten Jahren, so wie es aussieht, hier bleiben. Vielleicht bleiben wir noch viel länger hier. Deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen Geld investieren in etwas bessere Klimaanlagen, so Inverter-Klimaanlagen, die weniger Strom verbrauchen, die auch heizen können gut und die vor allem noch ein bisschen leiser sind. Ja? Genau, einfach jetzt mal den Winter nutzen, die guten Preise nutzen und auch noch den Lira nutzen, weil es wird jetzt alles dann doch teurer und teilweise kriegt man noch richtig gute Preise gerade. Da kommen gerade die Klimatechniker, die haben mir die ganzen Klimaanlagensachen mitgebracht und es ist so, dass wir jetzt erstmal auf den Service warten vom Lift. Ja, das ist zu viel, das kann man nicht im 6. Stock hochtragen, da müsste man 3-mal runterlaufen, alle miteinander. Das ist doof, also wir warten jetzt einfach mal 15 Minuten, dass hier der Service kommt, um den hier wieder zu reparieren. Warten wir einfach mal. So, jetzt geht der Aufzug auch wieder. Leider ein bisschen spät, die mussten alles hochtragen. Und das ist hier so die größte Klimaanlage, die wir hatten. Und auch die älteste. Und die wird dann hier auch ausgetauscht, weil wir sind hier im Wohnzimmer. Und dieses Wohnzimmer ist riesengroß. Und ja, da ist es wichtig, das war auch eine leise Klimaanlage. Haben noch eine, die gut heizt im Winter. Wir haben ja solche Heizkörper, aber manchmal will man ja schnell mal warm haben, da ist es dann besser mit was Neuerem. Und die Handwerker sind zugange und diesmal sind wir ein bisschen bessere Gastgeber. Hier langsam kommen wir hier rein, ich habe Aquion-Wasser vorbereitet, Cola und Fanta. Jetzt gibt es wirklich noch frischen Chai und ein bisschen was zu knabbern. Und hier habe ich schon die Chai-Gläser hingestellt und wir haben uns letztens so eine schöne Chai-Kanne gekauft. Ohne Plastik, hatte mir die Dame im Mavi-Markt gesagt. Ich habe mich erst gefragt, was für eine Nationalität ich bin. Und dann hat sie gesagt, ohne without Plastic, no Plastic. Also alles aus Edelstahl. Und da macht man hier oben ganz starken Tee, da unten heißes Wasser. Und dann gießt man das hier zusammen, wie stark man das möchte. Und dann hat man so einen richtig schönen Chai. Da haben wir so ein bisschen Preise verglichen. Und die waren so vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. 2 große mit 1800 Watt oder UTM, ich weiß gar nicht, was das heißt. Und dann eine kleinere mit 900, also eins für ein kleines Zimmer, eins für die Küche und eins fürs Wohnzimmer, damit wir da mal ordentlich dann kühlen oder auch mal heizen können. Was auch super ist, ist, dass die Handwerker hier alle entweder die Schuhe ausziehen oder wie die jetzt, die haben so Überzieher mit für die Schuhe und die ziehen die sich halt an, damit hier kein Dreck in die Wohnung kommt und dass es halt hygienisch ist. Das finde ich super, ja. Wie oft ich schon in Deutschland mit Handwerkern rumdiskutiert habe. So, hey, können Sie mal die Schuhe ausziehen? So, was denn? Und die Alexandra findet das erst super. Da muss ich nämlich nicht putzen danach. Ja, die mag das nämlich gar nicht. Die hasst es. Und deswegen nehme ich da natürlich auch Rücksicht drauf. Manchmal laufe ich manchmal zurück. Und wenn ich was vergessen habe, auch meine Schuhe nehmen oder was, darf mal keiner wissen. So sieht die erste Klimaanlage aus, die jetzt installiert worden ist. Das ist ein ökologischer Inverter, ein Öko-Inverter-Klimaanlage. Hier steht noch die Packung. Das wird noch eine ganze Weile dauern, also dieser ganze Abbau und der Aufbau und außen alles machen und so. Das muss ja alles ausgetauscht werden. Das dauert mindestens so 3-4 Stunden. Ja, also das wird schon heftig. Hat es sich denn gelohnt, am Anfang gebrauchte Klimaanlagen zu kaufen? Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil wir wussten ja nicht, wie lange wir hier bleiben. Wenn ihr hier länger bleibt, wenn ihr sagt, ich will hier auswandern, ich will hier auf jeden Fall für immer bleiben, dann würde ich mir eher neue Klimaanlagen kaufen, die wenig verbrauchen,
Aber wenn ihr das noch nicht wisst, wie wir wussten das ja nicht so, bleiben wir jetzt nur im Sommer, bleiben wir immer im Sommer hier, sind wir auch mal im Winter hier, wir wussten es ja nicht. Und da war das diese Lösung mit den gebrauchten Klimaanlagen super. Die haben im Sommer auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber jetzt, wenn wir sagen, ja, wir bleiben hier ein paar Jahre, wir wollen unsere Wohnung einfach nochmal ein bisschen pimpen, dann macht es Sinn, nochmal die, die am ältesten sind, auszutauschen. Drei der gebrauchten behalten wir weiterhin in Gebrauch. Das sind nämlich alles Arçelik-Geräte, die sind sehr gut. Und die kann man einfach mit Wartung und wenn man was kaputt geht, Reparatur auch in Ordnung bringen. Da sind sowieso 2 Jahre Garantie drauf bei den Gebrauchten. Also wenn was ist, dann können wir einfach einen Ali anrufen, der schickt dann jemand vorbei. Und das sind ja jetzt neue, da sind jetzt 3 Jahre Garantie drauf von Beko, genau. Und bin immer sehr gespannt. So, jetzt sind alle in der Wohnung installiert. So sieht es hier aus. Und jetzt werden überall diese Dinger außen installiert, die Ventilatoren. So, ja. Die Handwerker sind jetzt weg. Alle 3 Klimaanlagen hängen jetzt. Die waren fast 5 Stunden hier. Das war ein größerer Akt, ja. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen sauber machen. Hier so ein bisschen Schmutz ist dann doch entstanden, geht aber noch. Und ist auch ganz gut, dass der Maler erst später kommt. Ich zeige euch das nochmal. Die Malerarbeiten finden ja erst dann so im März statt, auch draußen, da machen wir hier drinnen noch mit. Und hier sieht man, diese Anlage ist halt ein bisschen kleiner als die davor. Und da machen wir das hier noch zu, spachteln und streichen. Und diese Wand ist sowieso diese Wand, wo meine Tochter so gemalt hat. Und dann ist das alles nicht so schlimm. Dann lassen wir die Wand hier komplett nochmal streichen, diese hier. Und dann ist das alles dann sauber. Und ja, die Klimaanlagen machen jetzt auch richtig schön warm. Ich würde trotzdem weiterhin mit den Dingern hier heizen. Aber wenn es mal wirklich kalt geworden ist, kann man die super anmachen. Und die verbrauchen auch wenig Strom. Also eigentlich kann man auch mit Klimaanlagen heizen. Das macht dann auch nichts, vor allem mit so neuen. Wir haben den Arbeitern jetzt nochmal ein gutes Trinkgeld gegeben. Die waren ja lange hier, war eine riesige Arbeit, vor allem bei der Nässe da oben am Dach da rumzumachen. Es wurde alles ausgetauscht. Die haben die alten Klimaanlagen, die wir hatten, auch in Zahlung genommen. Die werden die auch nochmal weiter in den Markt geben für Leute, die auch vielleicht nur mal einen Sommer herkommen oder einfach noch nicht wissen, wie lange sie hier bleiben. Das ist eine coole Sache. So wird das alles dann recycelt. Ja, wird hier nichts weggeschmissen. Ja. Und muss sagen, das geht auch mit Klimaanlage heizen. Also mit sowas Neuem ist das cool. Auch mit den anderen 3, die wir haben, die älteren, die Arçelik haben wir noch gebrauchte, damit kann man auch ganz gut heizen. Aber mit diesen neuen Inverter-Klimaanlagen ist die Luft doch ganz cool. Und als Ergänzung nehmen wir dann halt weiterhin hier unsere Radiatoren, nennt man das, Heizkörper. Und vielleicht brauchen wir da irgendwann mal nicht mehr so viele, wenn wir doch mal 1-2 Räume dann doch mal mit Klimaanlage immer heizen. Das werden wir jetzt erstmal die nächsten Wochen testen. Falls wir die hier abzugeben haben, sagen wir Bescheid.